Nun, als Motor werde ich wieder einen Scheibenwischermotor verwenden, wie bei allen meinen Filtern. Die haben sich als äußerst robust bewährt, sind günstig in der Anschaffung, und ich möchte jetzt fast sagen, sind nicht umzubringen. Also, bevor dieser Motor kaputt geht, löst sich irgendwas beim Endlosbandfilter in seine Einzelteile auf. Ich weiß nicht, wie viele Zahnriemen, Doppelzahnriemen ich mit solchen Scheibenwischermotor bei meinen bisherigen Trommelfilterbauten schon abgerissen habe. Also von der Antriebsleistung her braucht man da wenig bis gar keine Sorgen. Was man hier sieht, ist ein Prototyp von einer Spannplatte, wo dieser Motor letztendlich fixiert ist drauf. Das Ganze hat bei dem Filter, wo das zum Einsatz gekommen ist, dann so ausgeschaut, dass hier in dieser Öffnung eine Gewindestange verbaut ist, mit der man dann den Motor auf Zug bringen kann, beziehungsweise die Spannwalze und dadurch das Sieb im Spann. Was ich da jedem empfehlen kann, ist sich aus einem Reststück einmal so eine Platte zu machen. Das Schwierige ist nämlich, diese drei Bohrungen so anzubringen, dass die Schrauben dann auch passen, wenn man den Motor anschraubt. Und wie man an dieser Platte sieht, sind da schon einige Versuche gemacht worden, bis das dann zum gewünschten Ergebnis geführt hat. Ich habe es jetzt ein bisschen leichter. Ich habe diese Platte jetzt einmal provisorisch bei meinem Endlosbandfilter hingehalten und habe mich dann für Position des Motors entschieden. Und diese drei Bohrungen werde ich jetzt auf ein Stück frische PE-Platte übertragen, sodass dann der Motor montiert werden kann. Ja, und diese PE-Platte wird wieder als Zugschlitten, sage ich jetzt, für die Spannwalze dienen. Das ist jetzt mein nächster Arbeitsschritt, den ich mal machen werde. Ja, die Löcher wurden vom Muster jetzt auf meine Platte übertragen. So wie es aussieht, passen auch die Löcher zu den Löchern vom Getriebemotor, vom Scheibenwischermotor dazu. Nun, was kommt als nächstes? Natürlich jetzt einmal die Bohrung in der Mitte wird so wichtig. Da habe ich mir auch Folgendes überlegt bei dieser Bohrung in der Mitte. Der Getriebemotor hat ja normalerweise hier keine direkte Dichtung vorhanden. Da ist nur ein Simmering, wenn überhaupt, drinnen. Beziehungsweise wird da einfach ganz grob abgedichtet. Ja, nachdem wir beim Deichfilter sehr feuchtes Milieu haben, möchte ich da jetzt also eine Gummidichtung einpassen. Vom Durchmesser passt die ganz genau über diese Welle drüber. Diese Gummidichtung werde ich jetzt dann in meiner Halterung, in meiner Platte in der Mitte versenken. Ja, und dann sollte das eigentliche Getriebe vom Scheibenwischermotor jetzt dann zusätzlich durch diese Gummidichtung abgedichtet werden, um da eventuelle Schwierigkeiten mit eindringender Feuchtigkeit zu verhindern. Wie gesagt, das ist jetzt eine reine Sicherheitsmaßnahme. Bis jetzt habe ich noch nie Probleme mit einem Scheibenwischermotor gehabt. Also weder Probleme, dass er jetzt irgendwie kaputt gegangen wäre oder dass er vielleicht das Getriebe aufgrund von einer Undichtheit oder ähnliches den Geist aufgegeben hätte. Ja, ich werde das jetzt als nächstes machen. Genauso muss ich natürlich überlegen, diese Spannplatte, gehen wir rüber zum Endlosspannfilter. Diese Spannplatte wird ja hier letztendlich montiert werden mit dem Motor und muss auf dieser Schiene hier
im Bereich dieses Schlitzes hin und her gleiten können. Das heißt, die Schrauben für den Getriebemotor müssen wir auf der Innenseite ebenfalls versenken, dass da nichts kratzt oder stecken bleibt. Ja, der Motor wurde jetzt einmal provisorisch an der Antriebswalze befestigt. Das Ganze ist jetzt hier, also der Motor mit dieser Platte, ist der Motorträger. Und innen, das ist ein bisschen schwierig zum zeigen, da innen hängt jetzt diese Spann- und Antriebswalze drauf. Und je nach Einbausituation kann man natürlich dann den Motor verschieden montieren. Wie gesagt, kommt immer auf die jeweiligen Gegebenheiten an. Ich habe entschieden, dass ich den Motor so einbaue, dass er nach oben steht. Hat den Nachteil, dass er ein paar Zentimeter jetzt noch über den Endlosbandfilter hinausragt. Das heißt, von der Aufbauhöhe her wird er jetzt ungefähr bei 15 cm über Wasserspiegel sein. Und damit diese Spannplatte oder diese Fixierplatte vom Motor sich nicht verdreht, dass die an der richtigen Position bleibt, werden jeweils beiden Seiten dann so Leisten montiert, die sozusagen als Führungsschlitten für den Motor dienen. Wenn diese Leiste hier dann befestigt ist, dann kann der Motor entlang dieser Leiste gleiten oder verschoben werden, je nachdem wie man das dann haben möchte. Ja, und das werde ich jetzt als nächstes einmal fertigstellen und dann mich wieder melden. Ich denke, für heute war es das zuerst. Die nächsten Schritte werden dann sein, dass ich hier in diesem Bereich mehr Öffnung mache für den Düsenstock. Ja, und was natürlich noch aussteht, ich muss den gesamten Endlosbandfilter noch einmal zerlegen und die einzelnen Platten abdichten zueinander. Das heißt, zwischen den jeweiligen Platten wird eine Dichtmasse eingefügt und dann wird der Endlosbandfilter noch einmal verschraubt, damit dann vor allem diese Schmutzrinne auch wasserdicht ist. Ja, und das wird eine meiner nächsten Arbeiten sein, die ich machen werde. Wahrscheinlich aber nicht extra irgendwie dokumentieren muss oder dokumentieren werde, das ja nichts anderes von den Schritten her ist als bisher gezeigt. Noch kurzer Info, mich erreichen zahlreiche Mails, Nachrichten, ob es Konstruktionszeichnungen zu meinem Endlosbandfilter gibt. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, nein, es gibt keine großartigen Konstruktionszeichnungen. Einzig und allein mein anfangs gezeigter Plan. Dieser Plan ist nach wie vor die Grundlage von diesem Projekt. Es hat auch einen ganz einfachen Grund, warum ich keine großartigen Konstruktionspläne mache. Ich bin Hobbybastler und viele Ideen kommen mir währenddessen ich an meinem Filter arbeite. Und da werden nicht großartige Pläne gezeichnet, geschweige denn diese Pläne dann irgendwie an die Öffentlichkeit auch weitergegeben. Es hat einfach auch den Grund, dass ich der Meinung bin, jeder, der so einen Filter selber baut, soll auch selber ein bisschen mitdenken bei der Umsetzung seines Projektes. Dann macht das Ganze viel mehr Spaß, als wenn man einfach nur alles eins zu eins nachbauen muss. Ja, bis bald und alles Gute wünscht euch, euer Roland O.